Unser Baum ist wieder gewachsen und wir haben Hühnerzuwachs bekommen. Weil jetzt rennt hier ein Huhn rum. Hier ein Huhn rum. Und da hinten stehen Hühner rum. Da ist zum Beispiel eins. Und sogar ein kleines. Hallo. So wachsen ja auch kleine. Okay. Pff, ist mir egal. Ja, ich wollte ja noch unten weiter bauen. Dass wir auf jeden Fall die Ebene fertig kriegen. So, drei Kugeln hat er reingekriegt. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt Gleichstand. Jetzt muss ich noch hoffen, dass meine Steine noch da sind. Leider die Kate. So, kann ich hier noch was reinwerfen? Nein, aber hier kann ich noch was reinwerfen. Zwar das Holz und hier die Blätter. Das heißt, ich gehe noch zwei Stacks mit. Und dann geht's wieder nach unten. Oh, das heißt jetzt, ich muss das jetzt dann so nach unten machen. Das heißt, wir haben jetzt dann hier schon mal die Wände. Ich sehe gerade, da hinten muss ich eigentlich auch noch auffüllen. Steine müsste ich noch genügend haben. Tschüss. So. Okay, dann geht's weiter. Da noch zumachen. Und auch noch hier zumachen. Okay, du musst weg. Oh, das heißt jetzt dann, wir haben jetzt dann für uns dann die Maschinenebene. Dann haben wir die Energieebene und dann kommt die, ja, die Farmebene auch, wo die Squids und so weiter dann drin sind. Ja. Bisschen wieder durch. Aber jetzt machen wir erstmal die Treppen. Kann man jetzt eigentlich sich auch in anderen geschüsselten Sachen Treppen bauen? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich mache jetzt erstmal das Treppenhaus aus normalen Cobblestones. Reichen. Und das heißt jetzt dann erstmal muss gerade aufpassen, wie ich das jetzt mache. Achso, die Schüssel habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Schüssel habe ich mir auch schon gebaut. Eisen, ein Eisen und ein Stick. Ist jetzt nicht gerade die größte Kunst, aber ich habe sie schon mal. Jetzt muss ich dann mal. Toll. Ich bin jetzt nur gerade beim Überlegen, wie ich das insgesamt mache, weil eigentlich hätte ich es ja gerne so, dass die Mauer irgendwann so ausschaut. Dann einige sagen, ey, du hast doch gerade die Kabels gesetzt und du hast gesagt, was aus Kabel? Ja, die Treppen.
Aber ich will ja den Rahmen auch haben. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal oben. Also keine Angst, ich reiße jetzt das nicht wieder ab. Sondern ich mache das jetzt nur für mich oben, damit ich weiß, wo das Treppenhaus dann ist. Hier nicht. Damit ich dann da irgendwann runtergehen kann. Also das kann ich dann irgendwann auch mal, wenn ich auf Kleinigkeiten warte, dann umbauen. So. Diese Kiste hau ich mal weg. Und jetzt muss ich gucken, dass ich dann noch ein paar Sachen wegbekomme. Ja, nehme ich mal die Äpfel weg. Die Kiste möchte ich dann doch nicht verlieren. Dafür habe ich noch zu wenig. Ich bin ein armes Männchen hier. Apropos armes Männchen, ich habe nicht mal Fackeln hin. So, also das wird jetzt dann der Bereich, wo wir dann die Mauern runterziehen. Das heißt jetzt aber dann auch, ich habe, das ist ja 1, 2, 3, 4, 5. Schon wieder. Scheiß, ich hätte gesagt, mach mal Schlusswort. Zack. Wir bauen uns eine Schlusswort-Tür. Die bauen wir uns auch hier hin. Heißt das dann aber auch, da, wo ich es schon setzen kann, machen wir es gleich. Da, wo ich es noch nicht setzen kann, da warte ich noch ein bisschen ab. Da war noch eine Stufe, da konnte ich das hinmachen. Kann ich auch eine Stufe, könnte ich es eigentlich auch hinmachen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Hauptwand. Ja, muss ich mir noch überlegen, wie mache ich das mit dem Boden? Mousestone, du kannst da auch mal rein, du kannst da auch rein. Mache ich da Holz rein? Schaut ein bisschen doof aus, ne? Wie schaut's denn eigentlich aus mit, was gibt's denn da noch für Böden? Ach, ich mach den hier. Okay. So, den kann ich aber vergessen. Und dann muss ich dich jetzt hier hin machen. Und dich muss ich so hin machen. So, dann habe ich den auf jeden Fall schon mal einigermaßen sauber. Und jetzt brauche ich meinen Eimer. Weil das muss jetzt alles weg. Muss ich nämlich auch schauen, dass ich die Treppen sauber hinkriege. Ich glaube langsam, dass die 5 zu wenig sind. Naja, das war falsch. Zack, zack. Ja, eigentlich schon fast, ne, weil ich, eigentlich müsste ich es zwei größer machen, weil jetzt läuft es dann hier nach drüben.
Das heißt, ich habe es jetzt dann hier. Hier. Wow. Alter. Hat's Kasper. Ja. So, jetzt muss ich es erstmal provisorisch machen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal mein Treppenhaus und es ist provisorisch fertig. Provisorisch, das heißt, das Treppenhaus wird auf jeden Fall, muss größer werden. Es muss 7x7 werden. Aber das heißt, es muss vorher alles stehen und ich muss alles runterlaufen können. Okay, da ist das wenigste Problem mit dem 1. Aber wenn man sich jetzt das anschaut, weil normalerweise, ich gehe jetzt dann ja hier raus. Beziehungsweise, nein, nicht hier. Sondern ich gehe ja dann auch hier raus. Ne? Da ist dann der Ausgang. Zack, und ich bin in meiner Arbeitsebene Nummer 1. Gibt's ja dann später nochmal. Ja, jetzt kann ich mir halt natürlich auch überlegen, ob ich das dann doch nochmal eins nach oben ziehe. Das fällt mir gerade auch so ein, dass ich dass ich dann doch nur drei mache, damit das Treppenhaus nämlich passt. Weil, wie gesagt, wenn ich es auch größer mache, ich habe trotzdem nur 1, 2, 3 und dann müsste ich halt, ja, nee, das ist scheiße. Ja. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier nochmal eine Ebene nach oben gehen. Jetzt hänge ich wieder fest. Danke. Das dahin. Kommst du dahin? Dann brauche ich bitte nochmal den Eimer. Ich habe keine Steine mehr. Blöd gelaufen. Dahin, dahin. So, muss nochmal nach oben. Schön ist, jetzt kann ich schon mal nach oben laufen. Und ich muss nicht mehr nach oben schwimmen und das saufen. Dann haben wir schon mal die Ebene auf jeden Fall mit drin. Machen mal das hier jetzt mal massiv. Und dann auch Fackeln raus. Das passt. Das muss dann dahin. Mache ich das so? Da noch mal eine hin. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Kommst du da hin? Und du kommst doch dazu. So, Kreuze habe ich keine. Dreierhöhe reicht. Dreierhöhe bin ich eigentlich auch der Meinung, dass die komplett reichen wird. Okay. So, sammeln wir mal wieder Eier ein. Noch mehr Eier. Schon auf jeden Fall schon mal super. So, wo gehen wir jetzt hin? So, 59 zu 59 steht's.
Da hinten war noch ein Ei. Du schaust witzig aus, Huhn. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal hier dann auch die Möglichkeit, dann auch schon mal, ja, okay, nicht Gebäude, aber ich sag mal so ein kleines Häuschen, wo ich dann auch die Küche und so weiter reinbaue, und so weiter und so fort. Es sollte auf jeden Fall hier sein. Ich will auf jeden Fall auch in der Ebene, wo ich jetzt dann gesagt habe, die Maschinen reinkommen. Da muss natürlich dann auch das Lager mit rein. Das wird auch ziemlich wichtig. Jetzt ist nur die andere Frage. Die Draw-Controller werde ich noch nicht bauen können. Nein. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich schon alles sehe oder nicht sehe. Ich glaube, dass ich das meiste ja noch nicht sehe. Dann, ja, das auch noch machen. Apropos See, ich muss auch noch. Ich brauche insgesamt 8 Stück. Das heißt, ich muss jetzt davon 16 Stück machen. Schmeiße ich das schon mal rein. Tut das mal weg. Das dann mal hier in die Kiste rein. Wie weit bist du? Bist bei 100? So, wenn ich das gerade richtig sehe, habe ich meine Aufgabe abgeschlossen. Dann tue ich dich mal schnell hier reinpacken. Denn back. Wir gehen auf die Better Storage, Detected und Claim. So, Trophy. Ja, also das Schöne ist auch, diese Trophies muss ich mir auch noch irgendwo aufstellen. Das heißt, ich brauche da auf jeden Fall auch ein kleines Gebäude oder so, wo ich mir dann meine oder so Art, ja, auf jeden Fall, wo ich das halt huldigen kann, dass ich die habe. Oh, sehr schön. Wir haben die große Aufgabe abgeschlossen. Das ist schon mal sehr wichtig. Das heißt, Better Storage. Was brauche ich denn, um jetzt die nächsten, also um Mystical Flora freizuschalten, brauche ich Tal Mystical Black Flower. Okay, 256. Und Master Chief brauche ich 128 Candleberry und Dance Stone Storage. Okay. Und ich sehe gerade, ich habe. Habe ich jetzt gerade. Achso, nee, offen ist ja immer alles, ne? Außer The Trophy Room. Das heißt, mir fehlt jetzt noch dieses Hot Wood und Tool AOE. Basic Farming, da bin ich ja auch noch drüber. Aber wie es aussieht, sind jetzt alle aufgeploppt. Und das ist das, was ich jetzt Better Storage. Das heißt, ich kann jetzt machen eine Dirt Chest, Copper Chest, Enderlink Chest. Das ist natürlich auch cool. Ender Bucket. Ender Link Back, Ender Tank. Das wird auf jeden Fall interessant. Was haben wir hier? Wooden Kolossal Chest. Stone Storage. Anti-Barrel. Ja, die sind noch nicht aktiviert. Aber Better Storage habe ich auf jeden Fall schon mal. Stone Storage. Das war jetzt, was muss ich bauen? Dense Stone Storage. Dense Stone
Storage. Okay, das ist schon mal das, was ich aus dem hier rausbekomme. Also das ist der hier. Da brauche ich Stone Storage und Dense Stone Storage. Dense Stone Storage. Das heißt, ich brauche ein Stone Storage Upgrade und ein Stone Storage. Und Stone Storage Upgrade mache ich mit Glas und Stein. Okay. Und das mache ich auch mit Stein. Ho, ho, ho. Freude. Und das Hühnchen ist fast größer als die Bäume. Witzig. Okay. Ich weiß halt gar nicht, ob ich die überhaupt noch brauche, dann die Bäume. Es ist Unlocks Palm Harvest Craft, Cooking for Blockhead und Rock Candy. Oh, das ist schon mal sehr schön. Aber das heißt, ich brauche auf jeden Fall, ich muss Agricraft halt auch da ziemlich weit haben, weil ich die Candleberries brauche. Und bei dem Mystical brauche ich die Mystical Black Flower. Tal. Mystical Black Flower. Ja, und da brauche ich auch ziemlich weit Agricraft, weil ich glaube, Basic Farming. Genau. Ja, weil ich die Mystical Flowers dann habe. Okay, was habe ich denn jetzt hier noch? Ich brauche jetzt noch den Clipper. Also das muss ich auf jeden Fall auch noch weiter ausbauen hier. Was haben wir jetzt rausbekommen? Wenn ich jetzt Pech habe, ist jetzt mein Seed kaputt gegangen. Oder auch nicht. Ich habe nur nicht aufgesammelt. Eine 544 und eine 544. Okay. Und eine 664. Wow. Also das heißt, die 554, die packe ich mal dahin. Und eine 664, die packe ich dahin. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich die Seeds nicht einfach wegschmeiße. Erstmal. Okay, meine Gießanlage ist auch wieder aus. Heißt, wir müssen wieder Wasser nachfüllen. Ab und zu weiß ich nicht, warum dass der das Wasser nicht da reinsetzt. Drücke hier kein Shift und nix. Auf jeden Fall, diese Fläche müssen wir halt richtig groß ausbauen. Und vor allem, genau, was ich noch vorhin sagen wollte, ist, wenn wir halt dann anfangen, diese Gebäude zu setzen, kann ich dann auch anfangen, sozusagen so Bereiche zu setzen, dass ich sage, okay, Bäume kommen dahin, das kommen dahin, das kommen dahin. Wie gesagt, ich finde diese kleinen Teile hier super, aber solange ich sie nicht voll automatisieren kann, sind sie für mich schön.